Ihr Wunschbaby-Podcast. Der Podcast für die Reise zu Ihrem Wunschbaby. Alles rund um das Thema Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Lifestyle und Gesundheit. Privatdozent Dr. Dr. Michael Feichtinger und Dr. Nazira Pizzinis klären auf. Alles zum Thema Schwangerwerden und vieles mehr rund um das Thema Kinderwunsch. Ihre Experten vom Wunschbaby-Institut Feichtinger im Interview. Wir sind heute in Baden bei der Frau Dr. Nazira Pizzinis und sprechen heute über das Thema Sport und Kinderwunsch. Ich möchte vorab noch kurz ankündigen, wir haben eine neue E-Mail-Adresse und das ist podcast@wunschbaby.at. Hier können Sie uns Fragen schicken oder Themenvorschläge, Anmerkungen. Wir freuen uns über Ihre Mails und legen jetzt los. Frau Dr. Pizzinis, Sport ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Sie hält uns fit und ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Wir reden heute eher über die Hobbysportlerinnen, wo wir uns nun der Frage widmen wollen, wie lässt sich denn das Trainingsprogramm mit dem Kinderwunsch bzw. mit einer Schwangerschaft vereinbaren? Ist Sport erlaubt und wenn ja, welcher? Ja, Frau Ecker, vielen Dank für die Einleitung und die nette Begrüßung. Sport ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil Fragen zu sportlichen Aktivitäten sehr, sehr häufig in der täglichen Praxis auftreten. Ich denke, man muss vorerst unterscheiden Hobbysportlerin und Hobbysportlerin. Es gibt die Hobbysportlerin, die sehr ambitioniert ist und ein sehr hohes Trainingspensum pro Woche an den Tag legt, wo man sehr genaue Trainingsvorgaben geben sollte. Und es gibt die Hobbysportlerin, die ab und an vielleicht mal laufen geht, Radfahren geht. Ich werde später dazu kommen. Das sind sehr, sehr gute Routinen, die man am besten beibehalten sollte durch die ganze Schwangerschaft hinweg. Zum Thema regelmäßiger Ausdauersport finde ich sehr wichtig, den Frauen sowohl beim Kinderwunsch wie dann auch bei eingetretener Schwangerschaft zu sagen, dass es Sinn macht, auf die Herzfrequenz zu schauen. Das heißt, nicht in den oberen Trainingsbereichen von über 150, 160 Beats per Minute zu trainieren, also keine schweren, anstrengenden Intervalltrainings, sondern wirklich im lockeren, trabenden Bereich, wo man sehr, sehr gut sich noch unterhalten kann, genug Atemluft hat, sprich bei 125 bis 140 Beats per Minute. Ich glaube, das kann man so festhalten und trainiert dabei trotzdem Herz-Kreislauf-Fitness, ohne sich in irgendeiner Form zu schaden, beziehungsweise der Fruchtbarkeit oder dem Kind. Und wie gesagt, bei leichten Trainingsintervallen, die Frauen grundsätzlich sporadisch einlegen, ist eigentlich nichts dagegen einzuwenden, es sei denn, es sind jetzt wirklich heftige Bergauf-Radfahrten. Radfahren ist ja sowieso ein Sport, der auch bei fortgeschrittener Schwangerschaft, wo der Bauch eventuell im Weg sein kann, dann automatisch nicht mehr so gerne durchgeführt wird. Welche Sportart ist in der Schwangerschaft denn absolut tabu? Ich denke, dass man intensives Krafttraining und High-Intensity-Training sehr genau unter die Lupe nehmen muss und eigentlich sagen muss, für Frauen, die es vorher nie gemacht haben, in der Schwangerschaft und bei Kinderwunsch vielleicht nicht damit beginnen. Also gerade Hypertrophie-Training mit sehr hohen Gewichtsbelastungen, High-Intensity-Intervall-Training, wo die Herzfrequenz sehr stark ansteigt, teilweise auf 160 bis 170 Beats per Minute, bitte auslassen. Der Körper gerät da in eine Stresssituation hinein. Und auch bei bestimmten Yoga-Formen ist absolute Vorsicht. Aha, geboten. Interessant, ja. Wie Ashtanga-Yoga, ja, mit sehr starken Verbiegungen, okay. Mit Verrenkungen. Da gibt ja auch ein Schwangerschafts-Yoga, also man sagt ja, dass das eigentlich auch gut ist, oder? Ist es absolut. Yoga in normal ausgeübten Formen mit Asanas, die jetzt nicht für ganz Fortgeschrittene sind, dienen der Beweglichkeit, der Gelenke, Stabilisierung im Rumpf-Beckenbereich wirklich absolut empfehlenswert, sowohl für die Anfängerin wie auch für die Routinierte, aber harte Übungsformen wie eben Ashtanga-Yoga, anstrengendes Bauchmuskelintensives Yoga ist mit Vorsicht zu genießen.
eher nicht Okay. machen. Gibt es auch Sportarten, die vielleicht sogar förderlich sind für die Geburt? Also Schwimmen zum Beispiel, wenn man da eine gewisse Atmung hat, oder haben Sie da einen Tipp vielleicht? Ja, jetzt waren wir gerade beim Yoga. Also Yoga hat schon viele, viele Vorteile, sowohl der meditative Aspekt der Yoga-Einheiten, der ja leider etwas in Vergessenheit gerät, weil die Leute so sehr auf dem Fitness-Effekt fokussiert sind, aber vor allem der meditative Effekt, der helfen kann, sich auf die Atmung unter der Geburt zu konzentrieren, aber einfach auch die Rumpfstabilisierung, die notwendig ist, zur Stabilisierung des knöchernen Beckens, das sich ja eigentlich in Vorbereitung zur Geburt lockert, ist sehr empfehlenswert. Schwimmen ist eine exzellente Sportart, bei der das Körpergewicht einfach nicht so sehr ins Gewicht fällt beim Training und ist für die Frauen auch ein sehr angenehmer Sport, besonders im letzten Trimenon, wo das Gewicht eher schon höher ist. Gehen wir nochmal zurück zum Kinderwunsch und zur Kinderwunschtherapie und zur Behandlung. Zu Beginn einer Kinderwunschbehandlung wird ja auch meistens eine Hormonbeigabe verschrieben, also Hormonspritzen verschrieben, oder? Ja, für die künstliche Befruchtung ist das meistens so. Es gibt aber auch viele andere kleinere Hilfeleistungen, wo man kaum oder gar nicht hormonelle Zusatzmedikation benötigt. Aber für eine Stimulationsbehandlung stimmt das so. Und ich habe gehört, dass man da eigentlich keinen Sport machen sollte. Ist das richtig? Es geht bei einer richtigen Stimulationsbehandlung ja darum, dass Eizellen am Eierstock zum Wachstum animiert werden sollen. Das heißt, es kommt zu vermehrtem Follikelwachstum. Der Eierstock selber nimmt stark an Größe zu. Das heißt, es kann sein, dass unter einer normalen Stimulationsbehandlung der Eierstock von der Größe einer Zwetschge vielleicht auf die Größe einer Orange anschwillt. Und deshalb rät man öfter mal von Erschütterungssportarten ab. Das heißt, überall, wo man hüpft und springt und vielleicht auch Inversionsstellungen macht, wie beim Yoga, kann es vielleicht unangenehm werden oder auch gefährlich werden, wenn der Eierstock sich in seiner Achse verdreht. Das ist hier eher der Hintergrund. Von welcher Dauer spricht man da? Die Stimulationsbehandlung ist eher kurz, dauert also in der Applikation der Medikation 8 bis 12 Tage. Der Eierstock braucht aber auch seine Zeit, um sich wieder zurückzubilden. Das heißt, insgesamt spricht man von 3 bis 4 Wochen, in denen man zurückhaltend sein sollte mit solchen, sagen wir mal, stark beweglichen Sportarten. Und wie ist das nach der Geburt? Da passiert im Körper der Frau ja wahnsinnig viel. Also jetzt mal der Sprung vom Kinderwunsch zu nach der Geburt. Wie lang dauert das, bis man sich da wieder findet in seinem Körper, um dann wieder Sport machen zu können, auch physisch imstande ist dazu? Ja, also ich erlebe das in der täglichen Praxis sehr häufig, dass wir in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft sind und dass die Frauen tendenziell ungeduldig sind mit dem eigenen Körper. Das heißt, man kennt einen Ist-Zustand von vor der Schwangerschaft, den man so schnell als möglich wieder erreichen möchte. Man muss aber schon beachten, dass nach der 9-monatigen Veränderung dieser Kraftakt der Geburt geleistet wird und dass man dem Körper seine Zeit geben muss. Also früher sagte man mal, die 9 Monate, die man für die Veränderung in der Schwangerschaft braucht, die braucht man auch später wieder. Ich denke, dass man sich an dem orientieren kann. Es ist aber möglich, nach der ersten Kontrolle beim Frauenarzt in etwa so nach 6 bis 8 Wochen mit den ersten intensiveren Rückbildungsgymnastiken zu beginnen. Vorsicht ist geboten bei der geraden Bauchmuskulatur, speziell nach Eingriffen bei einem Kaiserschnitt zum Beispiel, dass man da die Verbindung der geraden Bauchmuskeln nicht beleidigt oder verletzt und dass eine sogenannte Rektusdiastase bleibt. Da sollte man sich sehr, sehr vorsichtig herantasten. Der Frauenarzt oder die Frauenärztin berät da sehr gerne bei der Erstkontrolle nach Geburt. Und auch die Narbe, oder? Also da muss ja mit der Narbe auch aufpassen. Ja, also man muss mit der Kaiserschnittnarbe an und für sich aufpassen, sollte eine da sein. Und man muss mit dem Gewebe aufpassen, das einfach unter der Geburt gedehnt wurde. Es sind auch die Gelenke und Bänder etwas gedehnt, das heißt der knöcherne Apparat anfälliger, sodass man ähnlich wie bei der normalen, sagen wir mal, bei einer Wettkampfvorbereitung, fängt ja jetzt bei einem Halbmarathon auch niemand an, sofort
21 Kilometer zu laufen, sondern man muss sich wieder an diesen Ist-Zustand herantasten. Das bedeutet, langsam wieder Bewegungsumfang implementieren, Trainingseinheiten implementieren, wenn man das alles ganz gut schafft, aufbauendes Training, bis man dann so nach 6 Monaten, je nach Intensität und wie viel Zeit dann noch übrig bleibt, wieder zu normalem Trainingspensum zurückkommen kann. Wahrscheinlich, also im Normalfall spürt man dann eh, wo seine Grenzen sind, nehme ich einmal an. Ja, das wäre wünschenswert, aber viele Frauen möchten halt einfach sehr, sehr gerne schnell wieder fit, muskulös sein, Gewicht abnehmen und es soll alles auf einmal gehen. Man kann da nur appellieren, dem Körper seine Zeit zu lassen. Eine Schwangerschaft dauert ja auch 9 Monate. Genau. Also sollte man sich die Zeit nehmen und das langsam wieder aufbauen. Footing braucht Weile, genau. Aber es ist Gott sei Dank sehr hilfreich, dass es viele, viele Institutionen gibt, die körperliche Aktivität und Gymnastik und Rückbildungsgymnastik und Yoga so aufbaut, dass die jungen Mamis ihre Kinder mitnehmen können und dass man so auch gleich die Kinder mit einbaut in diese Trainingseinheiten, die einfach wichtig sind für den Körper und auch mental. Gibt es auch lustige Instagram-Videos. Genau, sehr empfehlenswert. Ja, also sollten Sie noch Fragen haben, dann bitte gerne ein E-Mail an podcast@wunschbaby.at und ich bedanke mich soweit für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Schönen Tag. Schönen Tag. Das war ein Podcast vom Wunschbaby-Institut Feichtinger. Für weitere Informationen oder einen persönlichen Termin mit unseren Expertinnen und Experten besuchen Sie www.wunschbaby.at.